Moin zusammen, weiter geht's mit Resident 3. Ja, wir haben endlich die Flüchtlingsquest volle Hütte abgeschlossen und auch Strahlungsalarm, sodass wir jetzt soweit fertig haben die Kiste mit einem neuen Chassis, um in so eine Strahlungsgebiete zu fahren. Habe auch gleich die Resistenz Stufe 2 gekauft, nicht nur die erste. Ah, ich kann gerade nicht. Nee, gerade. Ja, und jetzt fahren wir erstmal zum Bizarren. Da war eine Kartellaufgabe. Die möchte ich mir anschauen. Und dann gucken wir mal, ob das eine Warrens East, die Warrens, nein, Bizarre Außenbereich. Dann gucken wir mal, ob das eine Falle ist. So wie sich das angehört hat, wollen die den Bizarre übernehmen, das Kartell. Aber ich weiß nicht, ob ich denen helfen möchte, auch wenn sich das finanziell lohnt. Gucken wir noch mal ins Missionslog hier. Eine sehr feindliche Übernahme. Charlie Knowles und das Kartell wollen die Kontrolle über den Bizarre übernehmen. Sie bieten uns eine Chance, ihnen zu helfen. Belohnung $1000 und Charlies Schlüsselkarte, wofür auch immer die gut ist. Kartellhandlanger haben uns gebeten, sie in ihrem Versteck zu treffen. Es befindet sich in einem alten Autohaus nördlich des Bizarre in der Nähe des eingestürzten Parkhauses. Und das wird hier sein. Da war ich ja schon ein paar Mal, kam aber nicht rein. Ja, nochmal schnell speichern. Ich hatte ja gehofft, wenn man hier den Gorilla irgendwie wegröstet mit dem Flammenwerfer, dass der wegschmilzt und man dahinter dann auf irgendeinen Schalter oder durch den Keller hier reinkommt und von hier aus wiederum die Tür aufmachen kann. Ich wusste nicht, dass das eine separate Quest ist. Charlie Knows, Charlies Schläger. Beide Tafel. Der an dieser Tafel aufgeführte Plan ist einfach, aber effektiv. Schritt 1, tötet sie alle. Schritt 2, Party feiern. Nerdkram Level 7, okay. There you are, Red Hats. Glad you could join us here. Opportunity awaits. You ready to take the Bizarre with us? Wie ist nochmal der Plan? Wo waren wir noch? Lass den Bizarre stürmen. Noch nicht, gib uns mal. Wie ist nochmal der Plan? It's brilliant in its simplicity. The monster army is weak, but rich. All we need to do is knock them out, get rid of Flab, and we can take over. First we take the entrance, then we go down and wipe out anyone who doesn't surrender to the new cartel management. Wo fahren wir noch? Lass uns den Visage noch nicht geben, einen Moment. Alright, but come back soon, Red Hats. Soll ich das machen oder nicht machen? Wir können ja mal mit dem Bizarre quatschen, was die davon halten. Ich glaube, hier hatte ich alles, ne? Schlösser knacken, Level 7. So, Scotchmo, Fertigkeiten, Schlösser knacken, 5. 6 Punkte gebracht, bitte. Ich hoffe, nach dem nächsten Kampf kriegt er irgendwie 4 Punkte, dass ich dann direkt 2 auf Schlösser knacken gehen kann. Und Nerdkram. Nerdkram ist auf 6. Okay, der muss auch nur einen Punkt da höher gehen. Hoffnungsvoller.
Hey, ihr seid es wieder. Okay, auf Wiedersehen. Larry Sieger. So, Larry Sechsfinger. Mit dem auch noch mal kurz quatschen. Hope you're enjoying Polly's company. What can I do for you? Okay, auf Wiedersehen. Gehen wir in den Bizarre und quatschen noch mal mit Flap. Ich habe irgendwie Interesse dran, das Kartell hier reinzuholen. Ich weiß nur nicht, ob hier unten alle Zivilisten erledigt werden. Hallo again, so, Chewbacca. Okay, sehen wir uns mal um. Monster-Armee Sprengmeister. Lebte Einatmer. I welcome you to my house. Make yourself. Wir haben Neuigkeiten, die dich interessieren können. Wir sind hier, um mit dir über den Mann namens Randy Gett zu sprechen. Oh, Randy, the mechanic. Yes, he is a genius. So young, but already the cars of the world, they bow to him like he is a king. But tell me, why do you ask about our young savant? Wir wollten nicht wissen, dass er jetzt für die Ranger arbeitet. Randy hat möglicherweise eine Anstellung gefunden an einem anderen Ort. Er hat den Bizarre verlassen. Er bat uns, dir zu sagen, dass er nie zurückkommt. Is it with you, Rangers? Come, we are friends here. You needn't be afraid of being honest with me. I will never hold your candor against you. Randy's lack of respect, on the other hand. Tell him that if he wishes to work in the bazaar again, he will need to ask for an audience with me. I am giving him another chance because he is young and foolish. But even my patience is limited. Wir haben Neuigkeiten, die dich interessieren könnten. Was wäre es dir wert zu erfahren, dass jemand eine feindliche Übernahme plant? Charlie nutzt, um seinen Kartellplan nicht zu vertreiben und den Bizarr zu übernehmen. Nun kommen wir später mal darauf zurück. Ja, was wäre es wert? Money, of course. You know me as a generous man. Your loyalty will be well compensated. Mhm. Bleib der Einatmer. Ja, ist jetzt die Frage, ne? Monsterarmee. Komm später nochmal drauf zurück. Wir kommen wieder. Ja, ich werde hier einfach mal abspeichern. Und dann greifen wir hier einfach mal an und gucken, wie sich alles entwickelt. Rüstung 13, 13, 17, 17, 11, 16. Ja, okay, als Sniper brauchst du die ganz hinten auch nicht so viel Panzerung. Das passt dann schon. Monster Army Sprengmeister. Okay, Charlie. Ready to take the bazaar? Worauf warten wir noch? Lass uns den Bazaar stürmen. Excellent. Me and my boys are gonna be the spearhead. Meet us at the entrance, Red Hats. Rumgestiegen. Zum Eingang des Bizarre reisen. Oh Gott. Ob das so eine gute Idee war? Monster-Armee auf minus 15. Gehasst.
Aber ich werde ja auch den Monster-Armee-Bunker platt machen. Runter mit euch, wir zählen auf euch. Was ist hier passiert? We cleared the way for you. These mooks fought best they could, but me and my boys handled them. So, hard part done. Now comes the easy part. You red hats go down there and take out anyone left. We'll be here, guarding your flank. Mhm. Go on in, red hats. Time to do your part. Oh, die sind tatsächlich tot. Time to do your part. Rotpatron. VS-Kassette. Müll, okay. Ein Armeegewehr. Ja, guck mal. Ich hab's vorhin noch verkauft. Noch eine VS-Kassette. Noch ein Armee-MG. 556er. Noch eine VS-Kassette. Hatte ich nicht eigentlich auch eine, genau. Das Schietrix Flixia, das sei ein paar Jahren im Bizarre und doch wird sein Material langsam alt und seine Stars gelangweilt. Eidolon möchte unsere Hilfe, neue Inhalte für sie zu finden. Gitarrenverzierung. Okay. Jo, good luck. Und dann schauen wir mal. Und Bombenangriff. Show these disputants what happens to those who would trespass against the bazaar. When you're done, feed their corpses to the pigs. Oh krass. Hat begonnen. Wo sind meine ganzen Leute? Bis da verteilt. Wie hoch ist denn sein Radius hier mit Führerschaft? 7 für 3 dürfte ich laufen. 2, 4. Dann könnte ich aber nicht mehr schießen, ne? Egal, machst du von hier aus. Oh, krass. Bis da hat er. Scotch mir auch noch Punkte gegeben. Sehr gut. Monster-Armee. Boomer, Springmeister. Simon der Bigfoot. Shrapnel-Granate. Costa Quanta 4 AP. Ja, komm, weg damit. Simon the Bigfoot. Sprengmeister. Hüter. Sprengmeister muss weg. Hüter. Sprengmeister muss weg. Zu weit weg? Zu weit weg. Das ist schlecht. Was hast du denn hier noch? Rauchgranate. Wird geworfen und die anderen rauf wird, sind die Gegend verbirgt. Okay. Machen wir uns mal in den Rauch. Eingefroren. Kaputt. Monster down. Okay. Und Hinterhalt. Scotchmo. Schlangsqueezens. Beursacht Rabauke. Im Kampf mit der Kunde wird getrunken. Plus 25% Nahkampfschaden. Mist. Ja, mach mal ruhig.
BHP, Schrapnellgranate, könnte ich Maschinenturm werfen. Bis da. Tatsache. Okay, Doc. Monster-Armee, Sprengmeister muss weg. Laufen für 3 und dann kann er nochmal schießen. Na ja. Monster-Armee, Boomer. Ja, den kriege ich wahrscheinlich nicht tot. ...49% Verdacht. Obwohl, lootet, ne? Dann puste mal den da weg. Ringmeister, Simon der Bigfoot, 80% weg. Ich hab meinen Turm getroffen, ich Idiot, Alter. Mann, ist das doof manchmal, ne? Ziel markieren. Hä? Abgeprallt und ihn gekillt hier, oder war das der Geschützturm? Ringmeister, treffen. Kopf. 675. Schon ein bisschen übertrieben. Geborgen. Punkt mitnehmen. Simon the Bigfoot. Ach, der lebt noch. Ich dachte, den hätte ich schon erledigt. Auch down. ...27%, oder? Es lohnt sich eigentlich nicht wirklich. Lucia Wesson. 3-6 für 4 sollte ich dann vielleicht laufen mit ihr, ne? Epic End. Cool, das war's. Müll. Noch eine VHS-Kassette. Bankbuster. 28 bis 40. Nasenring. Schrotmunition. 28 bis 40. Muss ich mal schauen. Ja, die ist besser. Auch besser. So, sind gerade alle weg hier. Nur er hat sich hier oben für den letzten Kampf zurückgezogen. Kommen einfach alle mit nach oben, ne?
491 Infiltrator. Ach, Scotchmore ist das. Der ist bedüselt hier. Okay, gehen wir dahin. Ist dahin. 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 Dahin und dahin. So, guck mal. Haben wir den Weg hier ordentlich dicht gemacht. Ringmeister weg. Er lebt noch. Gut, neuer Kampf. Neue Führerschaft. Leutnant, Sprengmeister. 1 Schuss. Ach komm mal, ernsthaft. Das ist schlecht. Du triffst natürlich nicht, warum auch? So, Lucia, du musst aber jetzt. Das muss aber treffen. Endlich. Schmo. Flammenwerfer, 6 AP, 5 hier hinlaufen. Ne, ich glaube nicht. Dann eher mit Doc. Stil, muss da komplett außen rum, ne? Shit. Kegel her müsste ich dann ungefähr hier hin. So mies, ne? Was war das denn? Ups. Sollte eigentlich mit der Maschinenpistole schießen. Ah, cool, das Ding kann doch gleich einmal hacken. Fehlschlag. Doc. Roboter hacken. Oh, von hier vorne. Ich dachte, er muss vielleicht ran. Ich will den Tresor nicht wegbraten und Scotchmore natürlich auch nicht. 38, 32, 38, 54%.
schön verteilt, die Schüsse. 8,5 maximal laufen. Immun. Das ist gut da hinten. So, für 3 noch laufen. Nicht genug AP? Ach, schade. Minus 30%. Achso, den musst du auch nehmen. Und schon passt das. Das ist gewagter Schuss. Plus 70% Crit-Chance, aber minus 40%. Ja, trotzdem noch 93. Ein Schuss und weg ist er. Mit Charlie sprechen. Another battle won by Charlie Knows. Come, Red Ants, let's talk. So, erstmal Fertigkeiten. Na, schade, Schlösserknall. Fehlen noch ein paar Punkte. Ach, schade, schade. Bestätigen. Ja. Geschwindigkeit wäre auf jeden Fall was für ihn. So, Fertigkeiten. Sprengstoffe, harter Hund, Mechanik. Schwere Waffen musste ich, glaube ich, verbessern, ne? Schwere 3. Schwere Waffen 3. Schwere Waffen 4. Attribute. Yes, ein Aktionspunkt. Nee, noch nicht. Wir 3 Züge lang plus 7 Panzerung. Löst keine Minen aus. Raketenwerfer zielt auf ein Gebiet und feuert in die Luft. Die Rakete fällt herunter und bombardiert das Gebiet. Eine Runde später mit 100% Schaden. Feuer auch nicht. Flammenwerferangriffe verschlingen jetzt Ziele und verringern die Trefferchance um 15%. Ja. Nehme ich. Gut, doch. Attribute. Achtsamkeit, Trefferchance, Fernkampfschaden, Bonus. Inventar, was brauchst du denn dafür? Ach nee, Quatsch, da war's nicht. Nerdkram, automatische. Koordination, Aufmerksamkeit, Geschwindigkeit. Koordination, Aufmerksamkeit, Geschwindigkeit. Ja, nimm mal einen auf Geschwindigkeit. Nerdkram, yes. Werk der Roboter erhalten 2 Aktionspunkte. Den X86-Takt auf 66 MHz ankurbeln und dann aufpassen. Du musst mehr tun, als ihn nur wieder auf die Beine zu stellen. Du musst ihnen eine echte Chance geben. Verbündete wiederzubeleben kann sie stärken. Plus 6% Chance pro Erste-Hilfe-Level. Verwendung von heilenden Gegenständen erhöht für 3 Runden um 25%. Werk der Roboter versuchen, verursachen 15% Konditionen Energieschaden an Gegnern in einem Radius von 5 Metern um sie rum. Draufhalten,
Gehackte Roboter hat 2 Aktionspunkte. Ja, nimm das mal. Alice. Scharfschütze. Intelligenz, Aufmerksamkeit und Glück. Fertigkeiten, yes, bestätigt. Scharfschützengewehre, Arschkriecher. Vier Punkte, 2. Nimm mal ruhig Tierflüsterer. Wenn dein tierischer Begleiter 25% Con sehen, erhältst du eine kritische Trefferchance von 50% und 2 Aktionspunkte. Du erhältst 10% Trefferchance mit Scharfschützengewehr, wenn du dich eine Runde lang nicht bewegst. Das wäre auf jeden Fall gut. Nee, noch nicht. Was hast du hier noch? 2 Antworten, wenn Kugel habt, bei jedem Treffer Blutung. Schlaganzeige erfüllt sich schneller. Die bleibt sowieso hinten und soll sie nicht bewegen. Führung Level 8. Automatische Koordination, Aufmerksamkeit, Geschwindigkeit. Gut, du gehst hier auf Führung. Koordination. Na, guck mal, krieg ich sogar einen Punkt jetzt, ne? Aufmerksamkeit und Geschwindigkeit. Ja, nimm erstmal den einen Punkt mit. Yeah. Lab Safe Schlüssel, ja, noch besser. Ich habe gerade noch gedacht, schade, dass ich den nicht aufbrich. Vampir-Fledermaus-Verzierung für das Fahrzeug. Vampir-Outfit. Als die eine Art Monster, die sich gut kleidet, haben Vampire es wirklich gut. 30er-Munition. Magazin-Mod. Trauma-Platteneinlage. So, 30 bis 36, 27. Bis 34. Nee, das ist seins auch besser. Sehr cool. So, dann schauen wir mal, was er hier noch zu sagen hat. Charlie Knowles. Not bad. Not bad at all. Another glorious victory for Charlie Knowles. And of course you helped as well, Red Hats. Well done. Okay, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Du hast nicht sonderlich viel gemacht, Charlie. Ah. Thank you. My plan was truly magnificent. But like I was saying, wait, stop. The merchants of the bazaar asked me to come speak with you. We're unarmed and wish to parley. Wait. Rangers, is that you? Why, hello, new friend. Come here to talk to old Charlie Knowles? Who are you then? Paradolia Jones, caravan master. Look, Rangers, what's going on here? Why did you attack the bazaar? Who are these people? Ja, gute Frage, ne? Warum haben wir das gemacht? Das ist Shiny Nose vom Kartell. Wir arbeiten zusammen. Wir sind nicht hier, um dir etwas anzutun, sondern nur wegen der Monsterarmee hier. Mach dir keine Sorgen darüber, was hier passiert. Die Ranger haben die Situation im Griff. The cartel is in charge of the situation. The Red Hats were a big help. And now it's simple. The Monster Army's gone. Charlie Nose and his boys are here to take over. Our parlay can be a short one, Jones. The bazaar is now part of the cartel.
under my management. Either you work for us, or you get out. You storm in here, kill a bunch of people, and just want us to be okay with that? You're nothing but a bunch of outlaws, and it'll be over my dead body that we have outlaws running the bazaar. Okay, Arschkriege 6. Jones, denk praktisch. Entweder geht es hier nach den Regeln des Kartells weiter oder die Bazaar stirbt mit ihm der Großteil des Handels in dieser Region. Unser Problem, du hast recht. Ja, Arschkriege, ja? I don't like it. But you're right, Rangers. Fine, let's work together. But I'm keeping a close eye on you, Charlie. Don't worry, my new friend. With Charlie in charge, the bazaar will soon be the shining jewel of the frozen waste. Jones, go down there and tell those friends of yours to get back to work. Time is money. Come, man. I want to inspect my new office. Rangers, follow me and we'll talk compensation. November, this is HQ. We just got a call from a guy named Quarex who says he's trapped in the tunnels below the bazaar and in fear of his life. Can you check it out ASAP? Ja klar, wir sind gerade hier. Wir sind dran. Copy that, November. Stay frosty. Stay frosty. Ach, guck mal, junge Vincent, sind schon wieder zurück hier. Welcome, die Händler. Okay. Hey Scotchmo, good to see you again. Hey Scotchmo, schön dich wiederzusehen. Oh, was, Madam President? Ebenso, Frau Präsidentin. Come back anytime. Golly, it's my favorite human friends. Hello, best okay. Of luck to you. Gwen Talbot, mal gucken, haben die irgendwas zu sagen, weil ich hier alle platt gemacht habe? Scheint nicht so. Gut, dann gehen wir den Auftrag einfach mal ab. Charlie Schläger, ja, mal gucken, ob die mir hier... Flugzeug, habe ich gar nicht gesehen. Aufgrund des Spielzeugs und der hellen Farben bist du dir sicher, dass dieser Raum eine Kinderkrippe war. Okay. Red Hats, you did well. Fought nearly as bravely as old Charlie even. Don't think I didn't notice your contribution. We set aside a tidy sum for you. Charlie Schlüsselkarte. Not just that. Here's a key card to a safe you can find in our hideout, just outside the bazaar entrance. You'll find some supplies in there that should be useful to you. Ah, cool. Ja, klasse, danke. Was kommt als nächstes für den Bazaar? By and large, business as usual. I'm not planning to change operations much. A little more gambling, maybe. And it'll be safer under Charlie's watch. No clowns will sneak by, let me tell you. Viel Glück beim Managen. Ein Vergnügungsgeschäft, ja. Thanks. But I don't need luck. All it takes is a bit of the old Charlie magic. Thank you again for your help, Red Hats. See you around. Enjoy your time in the new bazaar. Ja, cool. Das war's dann hier. Und dann würde ich sagen, gehe ich gleich in der nächsten Runde runter in die im Keller hier. Warte mal. Obwohl, nee, da $25 ausgeben, nur weil Scotchmo einen Kratzer hat, will ich jetzt doch nicht. Hello again, strangers. Be careful. Ja, cool, das war eine sehr... Wie hieß die? Albtraum im Bizarre. Nein, eine sehr feindliche Übernahme war das, genau. Okay, und als nächstes kommt dann Quarrex Höllenreise in den Warrens finden. Schauen wir uns an. Viel Spaß weiterhin, bis gleich und ciao.